Ihr Lieben, einen Hund zu haben, das ist natürlich eine fantastische Sache. Aber was macht man denn, wenn man beispielsweise arbeiten muss? Immer mehr Arbeitgeber erlauben Hunde in Büros. Ich finde das fantastisch. Ich könnte jetzt auch wahrscheinlich 10.000 Beispiele nennen, wofür ein Hund im Büro gut ist. Aber heute beziehen wir uns auf das Wesentliche. Mein Name ist Massi Samin. Herzlich willkommen hier bei Rund um den Hund. Wir beginnen mit den Vorteilen für Mitarbeiter. Einen Hund mit zur Arbeit zu nehmen steigert die Kreativität der Mitarbeiter, es senkt den Stress, alleine schon beim Streicheln geht es einem besser, man ist um einiges ausgeglichener, man geht gerne zur Arbeit und der Montag ist dann dementsprechend auch um einiges leichter zu ertragen. Natürlich hat das viele Vorteile auch für den Hund, wenn er mit ins Büro genommen werden darf. Es steigert die Bindung zwischen Mensch und Hund, der Hund wird mit neuen Situationen konfrontiert, der vereinsamt nicht und vor allen Dingen würden sich wahrscheinlich auch viel mehr Menschen überlegen, einen Hund zuzulegen. Und von so etwas Schönem wie dem Hund kann man einfach nicht genug haben, oder? Hund im Büro, das hat natürlich auch viele Vorteile für das Unternehmen selbst. Mal abgesehen davon, dass das Unternehmen viel, viel sympathischer und anziehender wirkt, steigert das auch die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern. Wenn man an so einem Bürotisch vorbeigeht und da sitzt dann ein Hund, ja klar, da kommt man direkt ins Gespräch oder sagt, hey, hast du nicht Lust, mal in der Mittagspause mit mir eine Runde Gassi zu gehen? Zum anderen wirkt das auch noch natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, positiv auf die Gesundheit der Mitarbeiter. Und gesund arbeitet man auch effektiver. Also, liebe Unternehmen, erlaubt mir Hunde! Das war's auch schon wieder für heute. Es war schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr euren eigenen Hund mit ins Büro nehmen dürft oder irgendwelche ulkigen Geschichten habt, schreibt mir das auch einfach unten in den Kommentaren. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für noch mehr coole Themen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit um 17 Uhr. Ciao.